Bei solchen Diagrammen erkläre ich die Bedeutung der Steigung. Ja, hier habe ich Zeit, Geschwindigkeit, ich mache auch Zeit, Weg und welche Bedeutung hat die Steigung? Und deswegen fange ich langsam an mit der Steigung in der Mathematik. Ich habe hier die X-Achse und hier die Y-Achse und die Steigung war, dieses M war doch immer Delta Y durch Delta X, also hoch durch quer. Das ist 1 Meter, 2 Meter, ja, und deswegen habe ich hier m gleich 1/2 und die ganze Geradengleichung lautet 1/2 x. Da ist ein minus 1, minus 1. Bei dem dann auch hoch durch quer, das ist 3 Meter, 1 Meter. Y ist 3/1 x, da habe ich ein 1er plus 1, noch ein kleines Dings, es geht bergab, deswegen ein Minus. Und ich könnte statt 3/1 könnte ich jetzt auch 3 hinschreiben, das wäre ein bisschen schöner. Und jetzt geht es rein in die Physik. An der Stelle habe ich hier die Zeit, t, und hier den Weg, s. 0,1, das sind Kilometer, also 100 Meter. Und ich schaue mir nicht das Krumme an, sondern den Teil, wo es näherungsweise eine Gerade ist. Also ich nehme hier mal zwei Punkte, zeichne ein schönes Dreieck ein. So. Hier habe ich jetzt von 5 bis 15, da habe ich 10 Sekunden, das ist so mein Delta T, ja, so 10 Sekunden und hoch, ja, das schätze ich jetzt auf 60 Meter, wenn das Ganze hier 100 Meter sind, sind ein bisschen wenig Linien, also hoch durch quer, 60 Meter durch 10 Sekunden, was ist das? Ja, Meter pro Sekunde ist die Geschwindigkeit. Ja, V ist Delta S durch Delta T, Delta ist eben dieses Differenzen, ja, von 15 bis 5 ist die Differenz 10, deswegen Delta. Und ja, 6 Meter pro Sekunde. Und das könnte ich jetzt mal 3,6 nehmen. Dann habe ich Kilometer pro Stunde. Also V ist ungefähr 21,6 oder 22 Kilometer pro Stunde. Bin da geradelt. Eine gemütliche Radelgeschwindigkeit. Jetzt bin ich bei dem gleichen Diagramm. Ja, also wieder Zeit und Weg. Und schaue mir den Teil an. Wenn es hier weitergehen würde, dann hätte ich ja die Steigung 0. Der Mathematiker sagt Steigung 0. Der Physiker sagt, ne, Steigen ist die Geschwindigkeit. Also V ist 0. Ja, was ist passiert? Ich habe hier ungefähr Wegmarkierung 120 Meter. Und da bleibe ich. Ja, und wenn ich da bleibe und bleibe, ja, weil ich einfach dumm rumstehe, dann habe ich eben V gleich 0. Und hier, je steiler, desto schneller. Ja, also so wäre ich schneller gefahren und abbrechen. So. Und je flacher, desto langsamer. Ja, das ist immer die Steigung. Nächstes Diagramm. Jetzt habe ich hier was anderes. Jetzt habe ich hier die Geschwindigkeit und hier die Zeit t. Das heißt, ich habe wieder so näherungsweise eine Gerade. Genau, und mache wieder so ein Dreieck. Und habe hier also eine Zeit. Nicht ganz 5 Sekunden, ja, 4,5 Sekunden und von 0 bis nicht ganz 6, also 5,5 und das ist die Geschwindigkeit. Meter pro Sekunde. Also meine Geschwindigkeit war erst 0, dann war meine Geschwindigkeit ungefähr 5,5 Meter pro Sekunde. Die Zeit, die ich gebraucht habe, war 4,5 Sekunden. Und von 0 auf 5,5, ja, was ist das? Das ist die Beschleunigung. Ja? Also eine Geschwindigkeitsdifferenz durch eine Zeitdifferenz. Also wenn ich mich frage, wie lang brauche ich, bis ich von, ja, Acceleration Englisch, a ist v durch t, ist in dem Fall 5,5 durch 4,5, das ist irgendwas so ungefähr 1,2 Meter durch Sekunde Quadrat. Also im Zeit-Geschwindigkeitsdiagramm, je steiler, desto mehr Beschleunigung und im Zeit-Wegdiagramm, da war es die Geschwindigkeit. Oh, jetzt schaue ich auch hier mir den Teil an. Also jetzt gerade war ich bei dem Teil hier, wenn es waagrecht ist, also Mathematiker sagt m gleich 0. Und in dem Geschwindigkeitsdiagramm heißt es ja, ich fahre mit der konstanten Geschwindigkeit. Ja, weil a gleich 0 Meter pro Sekunde Quadrat ist. Also hier, da. Da ist es anders, da ändert sich meine Geschwindigkeit, da bremse ich. Ja, ich habe das mal so abgeschätzt, a gleich fallend, ja, minus 2 Meter durch Sekunde Quadrat. Ich beschleunige mit ungefähr 1 Meter durch Sekunde, bremsen tue ich härter. Und ja. Das war's. So zur Erklärung, wie kommt man auf die Diagramme? Das kann jeder probieren. Die App Fühlfox runterladen, auf Standort GPS klicken, auf Bewegung klicken, auf Play klicken, das Handy sich hier so am Fahrrad befestigen, 100 Meter abradeln und dann sind die Diagramme da.